diese entertainenden Aspekte, dieses Storyline-mäßige, auch wenn es mal eine schlimme, unlustige Storyline ist, auch wenn es Comedy dabei ist und so weiter, finde ich, gehört zum Wrestling in gewisser Weise dazu, auch wenn es mal schlecht ist. Ich merke das immer, wenn ich mir New Japan Pro Wrestling Shows angucke. Klar, da sind immer noch Storylines, davon reden wir nicht, aber es ist viel weniger dieses drumherum aufgeblasene Entertainment-Produkt, sondern es ist eher eine sportliche Veranstaltung. Und ich will ehrlich gesagt, wenn ich Wrestling gucke, keine sportliche Veranstaltung gucken. Ich will dieses Drumherum auch, dieses Entertainment. Wenn das halt fehlen würde, dann würde mir beim Wrestling, glaube ich, auch sehr viel fehlen. Aber warum warst du denn bei Omega gegen Okada so inbegriffen in dieses Match? Weil es doch dort um die sportliche Herausforderung ging quasi, ob Wrestler A es schafft, endlich Wrestler B zu bezwingen, oder? Da ging es doch nur rein so sportlicher, oder? Da gab es ja auch eine riesige Backstory. Und das ist gar keine Frage, natürlich, klar. Das ist auch ein super geiles Beispiel, also eins der besten Matches ever und sowas. Ich rede jetzt aber eher so, wenn ich mir eine ganze New Japan Pro Wrestling Show anschaue, dann merke ich halt diesen Unterschied. Die einzelnen Matches, klar, das sind Meisterwerke, das ist absolut Kunst und großartig. Ich will das jetzt hier auch nicht verunglimpfen. Die Art und Weise der Präsentation kriegt mich nicht so wie WWE. Und da macht WWE auch ganz, ganz viel richtig. Und das fängt schon, das klingt jetzt vielleicht komisch für viele, aber das fängt für mich schon bei der Aufmachung der Halle an. Wie sieht die Arena aus? Wie sieht die Stage aus? Und Feuerwerk und so weiter und dieses ganze Drum und Dran. Ist das krass aufgebaut? Sind da diese Show-Elemente dabei? Man kann es ja auch Show quasi umschreiben. Ich will eine Show sehen und kein Sportevent. Da ist ja das Schöne, auch diese ganzen Entrance-Sachen und sowas halt, sonst das bräuchten wir das ja gar nicht. Also, ja? Sonst bräuchte kein Wrestler ein Entrance oder sowas halt, wenn es jetzt nur rein um Sportliche gehen würde, dann sagt dann Leute, sollte sich ein Karate-Turnier angucken oder eine Boxveranstaltung in Anführungszeichen. Auch dort wird natürlich versucht, ein bisschen Entertainment zu bringen, deswegen haben die Leute auch dort ein Entrance und Anzahl, aber natürlich bei weitem nicht so overpaced jetzt, wie es in einem Wrestling-Produkt sein sollte. Und ja, ich gebe dir recht, dieser Entertainment-Faktor, was ist, wie so eine Show aufgezogen werden sollte, wie so eine Halle auszusehen hat, da gebe ich dir absolut recht. Allerdings, wie das Produkt es trotzdem sportlich darzustellen und trotzdem mitreißende Storyline zu bieten, das wäre für mich halt die perfekte Lösung. Und die habe ich aktuell zum Beispiel bei NXT halt. Diese Episode ist Teil der Perkigs WWE Patreon Podcasts. Den ganzen Podcast kannst du auf patreon.com/perkigswwe anhören. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Klick rüber, bis gleich.